Warum Führungskräfte wegen psychischer Erkrankung oft erwerbsgemindert sind. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Rund 75% unserer EM-Rentenkunden haben psychische Erkrankungen. Entweder ausschließlich oder in Kombination mit anderen körperlichen oder neurologischen Erkrankungen. Die Zahl derer, die eine EM-Rente wegen psychischer Erkrankungen beantragt haben, ist sprunghaft gestiegen. Besonders auch betroffen davon eine Gruppe von gesetzlich versicherten Führungskräften und Manager. Für dieses Thema, in diesem Video, habe ich mir heute extra Verstärkung rangeholt, nämlich den Kollegen Rentenberater Frank Weise. Herr Frank Weise ist Rentenberater bei rentenbescheid24.de und hat sich auf das Thema EM-Rente, medizinische Sachaufklärung und medizinische Bewertung von Krankheiten und Behinderungen sowie Gutachtencoaching spezialisiert. Lieber Frank, kannst du unseren Zuschauern bitte mal kurz erläutern, warum Führungskräfte, leitende Mitarbeiter in Unternehmen wegen psychischer Erkrankungen oftmals Erwerbsminderungsrenten beantragen müssen. Lieber Kollege Weise, du hast das Wort. Dankeschön. Was ich beobachte, ist, dass vor allen Dingen Führungskräfte, Manager, Abteilungsleiter mit Personalverantwortung aus allen Bereichen der Wirtschaft oder öffentlichen Verwaltungen, aber auch von Gewerkschaften, Sozialverbänden immer mehr an psychischen Erkrankungen leiden und oft nach langer Krankheit nicht mehr arbeiten können. Dabei, besonders interessant für heute, die Zahl der jüngeren Erkrankten aus dieser Gruppe steigt in meiner täglichen Praxis immer mehr an. Gerade aktuell habe ich zwei Fälle von Führungskräften von 31 Jahren und 37 Jahren, die wegen psychischer Erkrankung mit engem Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit nicht mehr arbeiten können, völlig kaputt sind, 70 Wochen krank sind, also ganz verrückte Sachen. Was ist die Ursache? Oft das Überschreiten der Leistungsgrenzen bei täglichen Arbeitszeiten von 10, 12 oder mehr Stunden, unter steter Erreichbarkeit, auch an den Wochenenden, auch im Urlaub. Hinzu kommen noch weitere flankierende Belastungen, wie zum Beispiel, das kennen alle, Eigentümerwechsel der Unternehmen, Controlling-Dominanz, Kostendruck, unerfüllbare Aufgaben, Personalprobleme und so weiter. Dies führt zum langsamen Ausbluten immer jüngerer Spezialisten und Führungskräfte. Als besondere Kofaktoren können wir beobachten, wenn ich da die Befundberichte mir anschaue, die Leidenswege, dass besonders Stimulantien eine Rolle spielen, die lange überspielen diese starken Belastungen. Beruhigende Drogen, Tabletten, Alkohol, ein großes Thema. Exzessiver Sport dagegen, hohe finanzielle Belastungen im privaten Bereich, keine familiär gefestigten Rückzugsorte, keine wirklichen Freunde, die einem auffangen können, soziale Verarmung demzufolge, Rückzug nur auf die Arbeit und vollständige Ignorierung aller Frühwarnzeichen, die es auch gibt. Betroffene werden sich hier wiedererkennen. Irgendwann ist dann die Batterie leer oder das Fass voll. Physische oder psychische Zusammenbrüche sind die Folge. Was sind Frühzeichen? Infekte nach dem Wochenende, nach Feiertagen, in den Feiertagen. Erschöpfung ohne Erholung nach Wochenenden, nach dem Urlaub. Keine Erholungseffekte mehr. Das ist schon ein Spätzeichen. Seien Sie an dieser Stelle achtsam. Es steht viel auf dem Spiel für Sie. Nähere Infos zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und machen Sie das Beste daraus. Ihr Rentenberater Frank Weise von rentenbescheid24.de.